Hey ho, und? Genau, let's go! Mit Pikmin 2. Im letzten Part haben wir den vorletzten Dungeon geschafft. Und wollen uns nun auf den Weg zum letzten machen. Dem wohl interessantesten, da er der schwerste ist. So, ich weiß allerdings nicht, ob ich es vielleicht vereinfachen kann, den Dungeon. Das wäre nämlich sehr interessant. Wie viele Pikmin habe ich denn eigentlich dabei von allen? 32, ich brauche sowieso blaue. Daher geht die Kombination schon mal nicht. Machen wir es mal so. Gucken wir mal, wie viel Platz ich habe. Da machen wir zwei weg. Da stopfen wir ein paar weg. Und 75. Sieht gut aus. 25 blaue Pikmin. Na gut, machen wir doch ein paar ein bisschen nicht so. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das so machen kann. Und zwar, der letzte Dungeon hat eine sehr starke Besonderheit. Allerdings, vielleicht kann ich diese auch, ja, fast schon umgehen. Ich will es testen, ob es klappt. Falls es klappt, weiß ich allerdings nicht, ob ich es auch in die Tat umsetze, weil sonst ohne dieses kleine Feature hat der Dungeon nicht so wirklich seinen Zweck. Für die, die nicht wissen, beziehungsweise das Spiel nicht kennen. Kurze Zusammenfassung. Soll ich das Ding holen? Und zwar glaube ich, man soll diese Höhle wirklich nur mit blauen machen. Das habe ich aber allerdings beim letzten Mal auch schon nicht gemacht. Das habe ich noch nie gemacht, nur mit blauen. Ich habe immer mehr Verstärkung geholt. Einfach weil es geht. Allerdings weiß ich nicht, ob auch Lilane geplant waren. So, und ihr seht, hier ist der Dungeon. Wie sollen also andere Pikmin außer die blauen herkommen? Der Trick? Gar nicht. Ich rufe alle 100 Pikmin zu mir, so einfach. Und betrete den Dungeon. Damit sind nur 30 in meiner Gruppe. Es muss natürlich auch funktionieren. Also, dass es geht, weiß ich. Ja, da kann mir eh nichts, da ist so blau, so Dingsbums. Was machst du denn hier? Ach so, ich habe die noch zusammen. Okay, deswegen. Hä? Das ging doch. Willst du mich vergackeiern? Das ging immer. 30? Hä? Warum geht das nicht? Ich kann doch nicht nur mit blauen da rein. Wollt ihr mich vergackeiern? Nein, oh, du sollst doch nicht herkommen. Nein, Mann. Wie mache ich das? Okay, ich probiere es so. Also ich gehe ganz sicher nicht nur mit blauen da rein. Ich bin ja nicht lebensmüde. Lustigerweise dachte ich nicht, dass wir damit ein Problem kriegen. Ich dachte nur mit dem Ding, mit dem Lilanen wollte ich was testen. Allerdings, dass so ein Problem entsteht. Wo geht's hier weiter, bitte? So, jetzt wundert's mich. Das ist ein Problem, vor dem ich vorher nicht stand. So, also du stehst hier, Olimar. Mit deinen 100 Pikmin. Denkt ihr, das klappt? Das klappt locker. Aber ich muss schnell sein, sonst verliere ich gerade gleich 100 Pikmin. 30? Es funktioniert nicht. Wieso nicht?
Und dieser Gegner stört zusätzlich. Alter, warum klappt das? Soll ich wirklich mit Blau nur da rein? Na toll. Okay, es funktioniert aus irgendeinen Gründen nicht. Na gut, dann machen wir es uns etwas schwerer. Okay, ich liebe Herausforderungen. So, erstmal du stirbst. Jetzt schnell abtransportieren. Okay, wir gehen nur mit Blauen da rein. Wie du willst. Ich weiß nicht, was daran jetzt falsch ist. Es hat bisher immer geklappt. Da muss man irgendwie anders es machen. Ich bin da noch nie mit anderen Pikmin, also mit, nur mit Blauen rein. Das ist doch furchtbar. Oh Gott. Und warum habe ich die Pikmin alleine losgeschickt? Die können doch jetzt sonst wo landen. Und hier kann ich hier hoch? Habe ich das so gemacht? Das kann sein. Schaut mir mal zu. Ich denke, ich weiß, wie ich es gemacht habe. Auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnere, dass ich es so gemacht habe. Nee, so kann ich es aber auch nicht gemacht haben. Weil ich kann ja da nicht rüber. Verdammter Honk. Muss man da wirklich nur mit Blauen rein? Ich erinnere mich daran nicht. Massagegürtel. Ich kann die Pikmin zwar da hinwerfen, aber ich selbst kann da nicht hin. Gut, alle Schätze des Gebietes habe ich. Ja, sehr schön. Allerdings löst es mein Problem nicht. Oh, bring den jetzt um. Meine Güte. Wie du mir, so ich dir. Wie ging denn das? Wie habe ich das denn gemacht früher? Habe ich die alle dahin? Das kann sein, doch. Was macht denn ihr überhaupt? Seid ihr alle blöd? Jetzt läuft mir alles so... Ist ja fast wie blind hier. So, Capitano zurück. Hol ihn mal alle her. Bitte bist du schnell genug, danke. Wo sind meine Pikmin alle überhaupt? Das muss funktionieren. Es geht nicht anders. Hä? Also da. Ich kann da nicht nur mit Blauen rein. Das kann nicht sein. 34. Ja, stimmt. Ich will das nicht akzeptieren. Und ich werde das auch nicht akzeptieren. Ich werde da mit 100 bunten Pikmin reingehen. Koste es, was es wolle. Habt ihr es gerade gesehen, was ich gesehen habe? Dieser rote Pikmin ist gespult worden zurück. Der Pikmin ist geflogen. Das sah ja noch krasser aus als die lila Pikmin in Pikmin 3. Ja, nicht die lila, Entschuldigung. Die pinken sind es. Der ist einfach... Hui! Ja, eine andere Beschreibung habe ich dafür nicht. Ich werde in diesen Dungeon mit bunten Pikmin gehen. Wenn ich den Rest des Tages nicht schaffe, gehe ich nur mit Blauen rein. Ich bin da aber immer mit Bunten rein. Ich
Ich weiß nicht mal, ob es... ob man nur mit blauen reingehen soll. Oder ob man tatsächlich einen Trick finden soll, so wie ich gerade mache. Einen regulären Weg dahin gibt es ja nicht. Höchstens über die Äste könnte ich sie dauernd... Ne, geht auch nicht. Das geht alles nicht. Das Gestell hat auch nichts damit zu tun. Jetzt bin ich verwirrt, wie ihr merkt. Das habe ich nicht erwartet. Ich wollte einfach nur in den Dungeon und jetzt haben wir... 10 Minuten hier chillen wir. Und machen gar nichts. Oh Gott. Wenn das nicht klappt, bin ich weg. Und dann sind meine Pikmin futsch. Dann sind meine Pikmin futsch. So, die sind jetzt alle hier. Und es gibt auch keinen Weg, das Wasser abzuschalten, oder? Irre ich mich da? Hier ist Honig vergraben, das weiß ich. Hetz mich nicht. Weh, du hetzt mich. Es gibt keinen Weg, das Wasser abzuschalten. Pikmin 1 vielleicht, aber nicht hier. Okay, wir versuchen einen letzten Test. Wenn das nicht klappt, sage ich nur gute Nacht um 8. Das klappt allein schon von der Entfernung nicht. Es klappt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, damals mit allen Pikmin reinzugehen. Schrecklich. Oh, sieht cool aus, wie sie weggeworfen werden. Mindestens haben wir das hier gesehen. Okay, okay, gut. Das lief ja mal total in die Hose. Okay, dann beenden wir hier den Part. Das war furchtbar. Ich werde das so machen, ich werde zurückgehen zum letzten Tag, damit die Verluste der Pikmin nicht... oder... Ich weiß nicht, ich denke, ich habe viele verloren. Ja, ja. Okay, wie gesagt, ich werde es so machen. Ich werde nochmal zurück zum letzten Speicherpunkt gehen. Von dort nur diesen Schatz holen. Mit 100 blauen Pikmin zum Dungeon gehen und im nächsten Part sehen wir uns genau dort. Und damit, keine Sorge, heute sind nicht alle Tage. Ich versag bestimmt schon wieder. Keine Frage. Gott. Bis dann. Ciao.